Anthony hat diese Botschaft aus aktuellem Anlass verbreitet, um zu helfen, weil er sieht, dass so viele Menschen krank sind. Er sagt, jeden Tag bekomme ich hunderte von Fragen von Menschen, die mich bitten, mehr darüber zu sprechen, wie man das Immunsystem pflegen kann. Zurzeit sind viele neue und unterschiedliche Grippestämme im Umlauf. Es handelt sich um ein globales, ganzjähriges Problem. Denn in unserer modernen Welt geht die Grippe rund um die Uhr und überall auf der Welt um. Die Menschen sind überall exponiert und ihr Immunsystem ist aufgrund von Grunderkrankungen wie Infektionen mit Krankheitserregern und toxischen Schwermetallen im Körper geschwächt. Er empfiehlt seine Protokolle für Erkältungen, Grippe, auch Covid und die Schocktherapien, denn, so sagt er, sie sind Heilmittel, die das Immunsystem wieder aufbauen, indem sie ihm das geben, was es braucht, um eine Infektion zu bekämpfen. Gehirn und Körper bei einer emotionalen Herausforderung zu unterstützen, das Nervensystem zu beruhigen und wiederherzustellen, das Verdauungssystem zu stärken und zu heilen und oder das Lymphsystem zu entschlacken, wieder aufzubauen und zu stärken. Ganz gleich, ob du mit einer Krankheit zu tun hast, die zum ersten Mal auftritt, oder ob du einen Rückfall erlebst. Zu den Medical Medium Schocktherapien gehören die Zink-Schocktherapie, die Vitamin-C-Schocktherapie, die Lemon Balm-Schocktherapie, die Golden Seal-Schocktherapie, die Thymian-Tee-Schocktherapie, die Propolis-Schocktherapie, die Aloe Vera-Schocktherapie, die B12-Schocktherapie und die California Poppy-Schocktherapie. Mit Schocktherapie meint Anthony die häufige Einnahme der genannten Nahrungsergänzungen über den Tag verteilt, sodass diese hohen Dosierungen das Immunsystem stärken können. Zink verhindert, dass das Immunsystem über- oder unterreagiert und bremst Viren und unproduktive aggressive Bakterien. Vitamin C stärkt das Immunsystem und führt dem Körper antioxidative, antivirale und antibakterielle Nährstoffe zu. Lemon Balm ist die Zitronenmelisse. Sie stabilisiert und schützt die Nervenzellen. Golden Seal wirkt antibakteriell und antiviral und hilft bei der Wiederherstellung geschwächter Immunzellen. Thymian, wunderbar als Tee, bildet eine Schutzbarriere gegen Krankheitserreger. Propolis hat die Eigenschaft, antiviral und antibakteriell zu wirken. Es kann Infektionen verlangsamen, rückgängig machen und sogar stoppen. Aloe Vera neutralisiert Säuren und hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren, auch von Pilzen. Bei Krankheit verlieren wir schnell unsere Vitamin B12-Reserven. Es ist daher wichtig, die leeren Speicher wieder mit B12 aufzufüllen. Bei California Poppy musste ich nachschauen. Ich kannte das gar nicht. Es ist kalifornischer Mohn und dieser enthält spezielle Alkaloide, die Schmerzrezeptoren, vor allem im Bereich der Hirnnerven und des Hirnstamms, beruhigen. Anthony hat eine extra Anleitung erstellt, die kostenfrei über seine Webseite durch die Eingabe der E-Mail-Adresse heruntergeladen werden kann. Sie ist zwar auf Englisch, aber ich denke nicht so schwer zu verstehen. Die Tipps unterscheiden sich etwas von dem, was er hier geraten hat, aber es sind auch gute Rezepte dabei. Den Link zur Anleitung findest du unter dem Video. Auch habe ich dir alle von ihm genannten Nahrungsergänzungen für die Schocktherapien nochmal aufgelistet. Ich bestelle meine Produkte ja immer bei Ringnatur und im Shop habe ich auch California Poppy gefunden. Allerdings gibt es das nicht von Vimergy, aber von der Marke, die auch Anthony auf seiner Webseite empfiehlt. Natürlich ohne Alkohol. Den Link zu Ringnatur findest du immer unter all meinen Videos.